möchte ich einen wunderbaren Mann vorstellen, der aus Salzburg kommt und der jetzt ein Zeugnis geben wird. Wir geben ihm nur 25 Minuten leider, weil wir uns dann vorbereiten für das Hochamt mit dem Erzbischof, wo viele, viele Menschen noch dazukommen werden. Wunderbarer Mann, den wir noch warten, bitte. Ein wunderbarer Mann, den ich jetzt zu mir bitten möchte, lieber Dino, dass wir noch gemeinsam beten um den Heiligen Geist. Und wir dich dann bitten dürfen, Dino, um dein Zeugnis, was der Herr Wunderbares an dir getan hat. Jesus, danke für die Zeichen und Wunder, die du heute tust. Und danke, Herr, dass du es bist, du allein, der Leben verändert. Und ich danke dir, Herr, für den Dino, den du gerufen hast, aus der Finsternis hinein in dein Licht und jetzt ein wunderbarer Zeuge ist. Segne ihn für diesen Vortrag, Herr, lege dein Wort in ihn hinein. Segne unsere Herzen und die Herzen all jener, die jetzt mit uns verbunden sind, im Radio, im Stream. Jesus, möge dein heiliger Name über uns geschrieben stehen und möge dein Geist uns erfüllen, ganz besonders den Dino. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Mein Name ist Dino Bachmeier, bin 41 Jahre, bin verheiratet, habe einen Sohn mit 22 Jahren und habe eine ganz liebe Frau, die ich über alles liebe und Gott dankbar bin, dass meine Frau mit mir gemeinsam den Weg im Glauben geht. Das ist nicht selbstverständlich, dass man einen Partner findet im Leben, mit dem, was man gemeinsam im Glauben erfüllt ist und dankbar ist. Mit circa 36 Jahren, ich habe alles gehabt in meinem Leben. Meine Frau, mein Sohn, eine tolle Arbeit. Es geht mir nichts ab. Ich habe Extremsport gemacht. Ich habe Triathlon trainiert, Krafttraining gemacht. Mein Äußeres geformt, nach außen perfekt. Und habe in einer Modelagentur gearbeitet, als Model. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ein Mensch machen kann, damit er glücklich wird. Nur in meinem Herzen war kein Licht. Nach außen vielleicht habe ich gestrahlt, aber im Tiefen meines Herzens war Dunkelheit und eine Traurigkeit, ein Verlust, eine Suche, eine Leere. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, weil ich gesagt habe, es muss doch mehr geben im Leben, also die materiellen Dinge. Es muss doch mehr geben im Leben, dass man immer nur kämpfen muss, dass man immer nur der Beste sein muss, dass man immer perfekt sein muss für die Welt. Es wird ja auch von der Welt vorgelebt, dass man perfekt ist, dass man schlank ist, dass man gut ausschaut, dass man erfolgreich ist, dass man mit der Ellbogentechnik Karriere macht. Und Gott hat mir das ins Herz gelegt, ihn zu suchen. Und ich habe natürlich nicht in der Kirche gesucht, weil die Kirche habe ich abgelehnt. Abgelehnt in dem Sinne, so wie jeder, der was der Kirche fernbleibt, dass er sagt, die Kirchensteuer, das Zölibat, der Reichtum, alles hat mich gestört an der Kirche, weil ich Gott nicht gesehen habe und nicht sehen wollte. Ich habe dann angefangen zu suchen in der Esoterik. Wird euch vielleicht der Begriff sein, Schamanismus, Geistheilung, ein bisschen im Reiki immer umgeschnuppert, also eigentlich alles angeschaut, was Gott nicht wollte, aber er hat es zugelassen, weil er mir einen freien Willen geschenkt hat. Und dieser freie Wille, den Gott mir gegeben hat, hat mich in sehr dunklen, ja, verführenden Welten geschickt. Durch den Schamanismus, was ich begangen habe, habe ich mich auf sehr dünnen Eis bewegt. Ich habe gemerkt mit der Zeit, dass etwas passiert in mir, was kein Licht bringt, sondern nur mehr Dunkelheit und noch mehr Betrübnis, Traurigkeit und auch Abhängigkeit. Finanzielle Abhängigkeit, weil es nicht billig ist, aber auch Abhängigkeit, weil man nicht mehr frei ist. Hat nichts mit Gott zu tun, gar nichts. Und ich habe das Glück gehabt, dass ein Freund von mir, der Josef, Spitzname ist Seppal, einige werden das schon kennen, mein Zeugnis, und der Seppal hat mich immer wieder besucht, der geht auch den Glaubensweg seit circa 20 Jahren, sage ich jetzt einmal. Und der Seppal hat nie aufgehört, an mich zu glauben. Er hat immer für mich gebetet.
und hat mit mir gesprochen. Und jedes Mal, wenn wir ins Gespräch gekommen sind, hat sie auf meiner Seite einen Zorn aufgebaut. Hat mit ihm gestritten. Das wollte er nicht. Er hat gesagt, Dino, bevor ich jetzt mit dir streite und das Streitgespräch vielleicht gewinne, weiß ich, dass ich einen Freund verliere. Du selber musst es spüren. Und er hat mir einfach die Zeit gelassen, so wie Gott uns die Zeit lässt, den Weg zu gehen zu ihm. Ohne Druck, mit Liebe. Und genauso hat es der Seppel gemacht. Und er hat dann für mich gebetet, ein Jahr lang. Nach dem Beten hat er gesagt, Herr, was soll ich nur da, damit der Dino endlich von da wegkommt? Dann hat er angefangen zu fasten. Beten und fasten. Und in der Zeit, Seppel ist auch sehr viel nach Medjugorje gefahren, war er in Medjugorje unten und ist den Kreuzberg gegangen. Und ich war zu Hause und habe mit den Schamanen im Dachboden bei mir, da haben wir einen Heilraum damals gemacht, haben wir getrommelt und haben geglaubt, Gutes zu tun. Und in dem Moment, wo der Seppel in Medjugorje war, habe ich in meinem Herzen etwas gespürt, eine Angst vor dem, was ich mache. Ich habe gemerkt, irgendwas rennt jetzt falsch, ich muss umkehren. Und habe irrsinnige Angst bekommen. Habe dann zu diesen Menschen gesagt, bitte, das, was wir hier machen, ist nicht richtig und ich fürchte mich, lass mir das. Und wie ich das ausgesprochen habe, bin ich dann zu meiner Frau runtergegangen und die hat mir angeschaut, was ist mit dir los? Sag ich, mir geht's nicht gut, ich habe irrsinnige Panik, irgendwas stimmt da nicht. Und bin dann mit meiner Frau im Gespräch unten gesessen, habe dann einen Kaffee getrunken, dann sind die Herrschaften runtergekommen. Und dann hat die Person zu mir gesprochen und gesagt, wir ziehen unsere Zelte ab, wir wollen nichts mehr zu tun haben mit dir. Weil sie schon gemerkt haben, da ist was Neues in meinem Herzen. Etwas Wahres, etwas, was sie blendet, ein Licht. Und sie sind dann von dannen gezogen, sage ich mal, sie sind weg gewesen und ich habe sie seitdem nie mehr gesehen. Kein einziges Mal, obwohl sie weit weg wohnen von mir, sie sind wie, wenn der Herr sie für mich unsichtbar macht. Auf das auf bin ich noch und dann in die Wohnung gegangen, habe mich auf das Sofa gelegt und habe irrsinnig geweint. Ich war irrsinnig traurig, weil ich mir gedacht habe, Herr, was habe ich da für einen Blödsinn gemacht? Ich fürchte mich einfach so. Und ich habe meine Hände angeschaut und meine Hände haben sich bewegt, wie wenn es nicht meine Hände wären. Es war ganz ein komisches Gefühl, dass ich mir nicht mehr selber kehre. Das ist ein ganz ein grausiges Gefühl, das kann ich in Worten gar nicht fassen. Ich bin dann hinaufgegangen in diesen Heilraum, was wir damals gehabt haben. Und da ist immer ein großes Kreuz gehängt, ganz ein großes dunkles Kreuz, weil unser Haus, da waren früher die Kreuzschwestern drinnen mit dem Kindergarten. Und ich bin dann raufgegangen, habe das Kreuz angeschaut, habe die Hände auf die Wundmale Jesu gelegt und habe bitterlich geweint und gesagt, Jesus, bitte vergib mir, es tut mir so leid. Ich glaube, ich habe meine Seele verkauft. Bitte nimm mich zurück, hilf mir aus diesem Schmutz, aus dieser Verführung und Versuchung. Ich kann nicht mehr. Und habe so geweint und habe die Hände hingehalten. Und davor habe ich das Gebeten angefangen zum Gebet. O Herr, meine Seele ist dein, mein Geist ist dein, mein Herz, mein Leib und mein Leben ist dein. Herr, nimm mich so, wie ich bin und form mich so, wie du willst. Ich kehre dir ganz alleine, aber bitte hilf mir, Jesus. Ich habe so eine Angst, dass ich mich verloren habe. Hilf mir, Jesus. Und ich habe das dann so gespürt in meinem Herzen, dass der Herr ja gesagt hat, er ist zu mir gekommen. Ich habe gebittet, ich habe bereut und bin im Herzen eine Freude gehabt, eine Dankbarkeit. Natürlich, wenn ich das jetzt ausführlich erzählen würde, würde es zu lange dauern. Es sind Dinge passiert, was Gott uns, jeden von uns schenkt. Und der Seppel war im Medjugorje unten am Kreuzberg, ist für mich hinaufgegangen, ohne Schuhe, hat er gesagt, und hat am Kreuz oben ein ähnliches Gebet gesprochen, dass ich endlich aus dieser Dunkelheit, aus diesem Albtraum erwache und umkehre. Und er ist dann nach Hause gekommen, haben wir beide über das gesprochen, haben beide wie zwei betende Hände auf einmal reden können, Dialog mit Gott, Seppel und ich. Und durch das bin ich dann aus dieser Esoterik komplett weggekommen. Das nächste war noch dann, dass ich, bevor ich den Weg zur Kirche gefunden habe, auch in der Schamanismuszeit ausgetreten bin. Also für mich hat die Kirche keine Bedeutung gehabt. Ich bin ausgetreten aus der Kirche und habe gesagt, ich kehre den Rücken zu, weil Gott ist überall. So lernt man es in der Esoterik. Ich bin noch einmal in Seppel, weil er gesagt hat, wenn du den Weg mit Gott gehst, musst du unbedingt zu einer Lebensbeichte. Und meine Erfahrungen der Beichte sind jetzt sehr von der Kindheit her gewesen und habe mir auch gedacht, also die Beichte ist für mich nicht das Richtige. Aber der Seppel hat gesagt, Dino, mach es einfach, fahr mit. Ich kenne einen Priester in Salzburg, da fahren wir hin.
bin ich dorthin gefahren, bin dorthin gegangen zu ihm, habe die Messe mitgefeiert, habe den Herrn empfangen, den Leib Christi, und bin dann zum Priester gegangen, meine Lebensbeichte zu sprechen. Und der Priester hat zu mir gesagt, was ist denn so dringend, dass du jetzt gleich sofort beichten musst? Und dann habe ich gesagt, ich bin der Dino, ich bin der Freund vom Seppal. Oh, von dir habe ich schon gehört. Komm, die Zeit nehme ich mir. Dann sind wir eine Stunde bei der Beichte gesessen und ich muss euch ehrlich sagen, macht euch nie Angst, was beichten sollt. Macht euer Herz auf und Gott wird es euch sagen. Ihr werdet es spüren, was ihr ihm sagen wollt. Und die Beichte hat mir das Herz noch weiter geöffnet und ich habe Freude gehabt in meinem Herzen und eine Dankbarkeit. Und da habe ich auch wieder bitterlich geweint. Also ich habe noch nie so viel gerührt, wie mir der Herr berührt hat, bei der Anbetung. Das habe ich das erste Mal erlebt in der Blasiuskirche. Vom Allerheiligsten bin ich gekniet und habe einen Herrn angeschaut und habe natürlich einen Herrn die Schuld gegeben und gesagt, Herr, wo warst denn du die ganze Zeit? Du bist da mitten in der Kirche drinnen, schaust mir an und ich habe das nicht gewusst. Natürlich ist es auch meine Schuld, weil ich den Schritt nicht gemacht habe zu ihm, weil ich die Kirche abgelehnt habe. Und ich habe dann nach der Beichte sind wir nach Hause gefahren. Meine Frau hat gesagt, du streust, was ist mit dir los? Sag ich, Schatz, ich war jetzt in der Beichte, in der Messe und ich fühle mich so frei, ich fühle mich so erfüllt, ich bin Gott so dankbar. Jetzt habe ich wirklich abgeschlossen mit dem alten Leben. Jetzt in Christus Jesus beginnt das neue Leben. Und in dem neuen Leben bin ich am nächsten Tag aufgestanden. Wie gesagt, ich arbeite auf der Bank, habe mich kultiviert, Krawatte auf, ich schaue mir den Spiegel an und denke mir, was ist jetzt los? Warum geht es mir jetzt wieder so schlecht? Das gibt's doch nicht. Jetzt war ich gestern in der Beichte. Warum geht es mir so schlecht? Und ich habe dann überlegt, warum geht es mir so schlecht? Herr, was ist da los? Und dann habe ich einen Gedanken bekommen, das ist für mich so beeindruckend gewesen, weil ich vorher nie so gedacht habe in diesen Worten. Ich bin ein normaler Mensch, ich rede, wie man da schon oben gewachsen ist. Meine Frau hat gesagt, du redest jetzt schon wie ein Pfarrer, weil ich einfach so vom Geist erfüllt war und Worte gefunden habe im Herrn, die was einfach ja, die Herzen berührt. Und ich bin nachher dann sozusagen vom Gedanken her, wie vom Herrn kriegt, du bist nicht in meiner Kirche. Der Herr hat zu mir gesagt, du bist nicht in meiner Kirche. Darum geht es mir so schlecht. Dann habe ich den Priester angerufen, sage ich, Entschuldigung, habe ich gesagt, ich habe gestern was vergessen, mir geht es so schlecht. Ja, warum geht es da so schlecht? Sage ich, weil ich aus der Kirche austreten bin. Ist das schlimm? Und er hat gesagt, ui, wir haben ein Problem. Sage ich, was für ein Problem? Naja, andererseits, Gott wollte es so. Du hast nicht gewusst, weil du nicht in der Kirche bist, darfst du nicht zur Beichte gehen. Und ich als Priester habe nicht gewusst, dass du nicht in der Kirche bist. Also Gott wollte dir die Absolution geben. Er wollte, dass du da befreit wirst. Aber tritt wieder in die Kirche ein. Ich bin dann sofort wieder in die Kirche eingetreten, mit Pauken und Trompeten. Ich habe so eine Freude gehabt mit allem. Es hat ein neues Leben begonnen. Gott hat mir dieses neue Leben geschenkt und ich lebe es jeden Tag in voller Fülle und Freude. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber die Tiefe, was ich jetzt habe, die ist nur so tief, wie mich Gott auffängt. Ich fahre nicht mehr tiefer. In seine Hände fahre ich. Und wer fährt nicht gerne in den Vater seine Hände? Es gibt nichts Schöneres, als wir den Glauben zu gehen in einer großen Gemeinschaft, die Loreto, was für Salzburg ganz ein großer Segen ist, alle Priester, die da sind, die Beichte hören, alle Priester, die da sind, die segnen, mit denen wir die Messe feiern dürfen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bete jeden Tag für die Priester und für die Ordensleute, weil sie sind das Fundament. Sie sind die Menschen, die Gott berufen hat. Haben wir Respekt vor ihnen. Respekt wie vor den Eltern. Auch die Eltern sind so wichtig für uns. Ich habe meine Eltern auch sehr in einer gewissen Art in einer menschlichen Beziehung gehabt. Aber durch Gott ist die Beziehung mit meinen Eltern ganz anders geworden. Ich habe meinen Vater damals bei meiner Bekehrung, bin ich auf ihn hingegangen und habe ihn dann umarmt. Und mein Vater ist ganz nervös geworden und hat gesagt, was ist denn jetzt los? Und habe mich dann angeschaut und ich habe gesagt, Papa, ich liebe dich. Und wisst ihr, wie schön das ist? Wenn man zu seinen Eltern sagt, ich liebe euch. Und was für Freude das ist, was für Berührung.
Und genauso wie wir zu unseren Eltern mit Respekt gegenübertreten und ihnen das sagen, was wir fühlen, werdet ihr merken, wie auch die Beziehung zu anderen Menschen wächst. Kirche ist Gemeinschaft. Kirche ist Communio. Und genauso ist eine Beziehung Gemeinschaft, Ehepartnerschaft ist eine Beziehung. Und darum ist es so wichtig, dass in der Gemeinschaft wir füreinander da sind. Und überall, wo Menschen sind, menschelt es. Überall, wo Menschen zusammenarbeiten, reibt es ein bisschen. Aber durch das Reiben sollen wir uns nicht voneinander trennen, sondern wir werden wachsen. Wir werden größer werden. Und ich spüre in meinem Herzen, Gott sagt genug der Worte. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, ganz viel Heiligen Geist. Liebt einander, wie der Herr uns liebt. Gelobt sei Jesus Christus.